So, und unsere erste Demo für heute lautet Deep Rock Galactic Survivor. Ich weiß nicht, ob ihr Deep Rock Galactic kennt. Das ist ein Koop. Ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist, aber da läuft man mit so Zwergen irgendwie rum in so Minenschächten und muss da Ressourcen abbauen und dann wird man von so Käfer-Alien-Viechern angegriffen und muss die platt machen und irgendwie entkommen mit den Ressourcen und versuchen so viel mitzunehmen wie geht. Da gibt es so unterschiedliche Klassen irgendwie. Das habe ich einmal mit Terrael gespielt, irgendwie weil es das in der auf der PlayStation PS Plus gab oder so. Da sind wir aber auch relativ krass gescheitert. Ich glaube, das hat eine ziemlich große Fanbase, das Spiel. Ich habe dann aber halt irgendwann mal gesehen, dass quasi so eine Art Spin-off jetzt für Deep Rock Galactic gemacht wird. Und das ist halt eben dieses Survivor-Spiel. Und wie es der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um einen Vampire-Survivors-Klon im Prinzip. Davon gibt es ja schon einige. Davon haben wir hier auf dem Stream auch schon ein paar gespielt. Ich bin ja auch ein recht großer Fan von Vampire Survivors, aber ich habe es auch recht lange nicht mehr gespielt. Und ich persönlich fand sehr interessant, einfach mal so ein Survivor-Spiel zu sehen mit einer etwas größeren IP dahinter. Weil ich habe jetzt ganz viele, also auch wenn man jetzt beim Steam Next Fest sich da die Demos anguckt, da gibt es gefühlt 20 Vampire Survivors-Klone in schlecht, schlechter und am schlechtesten. Aber nicht so wirklich viele, also vielleicht so vergleichbar mit damals, irgendwie als alle Spiele, auch die großen, dann irgendwie einen Battle-Royale-Modus eingebaut haben. Deswegen fand ich das irgendwie ganz interessant, mal zu gucken, wie sieht dann ein etwas größeres Spiel aus mit einer größeren IP, was sich auch an dieses Survivor-Genre dran wagt. Kann das was oder ist das irgendwie auch nur Quatsch? Deswegen gucken wir uns das überhaupt an. Ich würde noch gerne dazu sagen, ich hatte auch noch zwei andere Survivor-Spiele auf der Liste, aber die machen wir vielleicht nicht. Das eine war von... Ich glaube, das heißt irgendwie Despotism. Davon hat mir auch schon mal ein Spiel gespielt. Das ist so ein Pixel-Indie-Game. Das hat sich auch an so einen Survivor-Ableger gewagt. Und was ich auch noch interessant fand, war Breakout Survivor, hieß das, glaube ich. Und Baby Schatzi. Das ist dann quasi, ich weiß nicht, ob ihr Breakout noch kennt von früher. Da hat man ja unten so eine komische Plattform, muss da mit so einem Ball immer so Dingels abschießen. Und das haben die quasi so als so Survivor-Variante umgebaut, dass dann wahrscheinlich von unten die Blöcke immer nachkommen und so Tetris-mäßig runterkommen langsam und du musst die dann wegschießen und kriegst dann Upgrades und kannst dann Multiball und keine Ahnung was. Vielleicht gucken wir es noch an, vielleicht aber auch nicht, aber falls euch das interessiert, dann guckt vielleicht einfach mal selber nach. So, without further ado, würde ich sagen, gucken wir mal rein, starten unsere 15 Minuten und falls das Spiel Bock macht, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Dann let's go und ich hoffe, der Timer funktioniert. Ich hoffe, das Spiel funktioniert auch. Mauszeiger weg mal. Controller ist ausgegangen. Das erklärt's, warum nichts passiert. Haben wir doch direkt Zeit verloren. Naja. So. So, complete the dive, upgrade M1000 Classic to Level 12, reach 25 with the Scout. Okay. Ich glaube, wir können den Ton auch noch was lauter machen. Okay, wir dürfen auch bisher nur den Scout spielen, aber das scheinen, glaube ich, genau diese vier Klassen zu sein, die es auch in dem Hauptspiel gibt. Daher, was hat der? Maximal HP, Dodge 5%, Crit Chance 5%, Critical Damage 200%. Boah, wir haben ja eh keine Wahl. So, dann haben wir noch verschiedene, was sind das? Waffen oder Skills? Oder sind das Glas-Modifikationen? Also, 10% mehr Move Speed und 20% mehr HP haben wir durch die Waffe. Alles gut. Either the Dreadnought goes or we send in another dwarf. So, was muss ich tun? Okay, ich krieg hier schon mal. Yeah! Rock and Stone! Okay, ich hab schon mal ein Level up. Ich weiß noch nicht, wie man schießt. Wir können uns schon was aussuchen. Das ist auf jeden Fall schon mal grün hier. Grün ist gut. 5% mehr Damage. Mega Cox. Oh oh. Couldn't have said that. Naja. Reload Speed und Fire Rate schneller. Und High Coffee. Rock and Stone. Yeah! Rock and Stone. So, warum schießt nur mein Roboter und ich mach nichts? Ah ja, ich komme mit. Warum sagt er so oft Rock and Stone? Kann der bitte aufhören zu. Warum sagt er das immer? Oder liegt das an meinen. Daran, dass ich bestimmte Tasten drücke.
Okay, ich glaube, ich sollte einfach keine Knöpfe auf dem Controller drücken. Ich glaube, der haut einfach automatisch zu. Was ist das hier? Supply Pod. Okay, ich verstehe bis jetzt noch gar nichts, muss ich sagen. You get a small chance to find Nitra when mining any kind of rock. You get a small chance to find XP when mining any kind of rock. Oder collecting red sugar increases your maximum hit points. Ich weiß noch nicht, was red sugar ist. Aber mehr EP ist auch immer gut. Ja, der ist sehr mitteilungsfreudig. Aber es lag vielleicht an mir, weil ich so häufig den Knöpfe gedrückt habe, die scheinbar nicht diese Funktionen haben, die ich denke, die sie haben. Wir nehmen einfach immer das, was leuchtet. Okay, unser Charakter schießt auf jeden Fall dann doch automatisch. Also wie halt in Vampire Survivor eigentlich auch normal ist. Also es ist kein Twin-Stick-Shooter. Und ich muss dann scheinbar hier währenddessen, während ich schieße... Sachen machen. Let's you imagine your weapon is now a lot prettier. Ja, why not? Das klingt doch gut, oder? Eine hübsche Waffe? Kann nicht schaden. Oh oh. Swarm is approaching. Okay, wir haben auf jeden Fall sehr viele Level-Ups. So, was ist das denn hier? Ah, da kriegen wir eine neue Waffe. A grenade that deals moderate damage and slows enemies. Quick firing weapon that shoots in four directions or throws a boomerang that returns to you. Ja, wir machen mal slow. Slow klingt gut. Und Hallöchen Mio. Seit wann hat Twitch Closed Captions? Relativ lange eigentlich schon, aber das ist ein OBS-Plugin, mit dem man das aktivieren kann. Also es hat es nicht standardmäßig, beziehungsweise standardmäßig glaube ich irgendwie nur bei Partnern oder so. Aber ja, das kann man sich per OBS-Plugin kann man sich das hinzufügen. Ich finde den Zwerg aber echt auch schon ein bisschen behäbig, muss ich sagen. Und ich hätte mir ein bisschen mehr Erklärung irgendwie gewünscht in dem Spiel. Ich check halt im Moment noch gar nicht so richtig, was ich tue. Aber gut, ich glaube in Vampire Survivors wurde auch nichts erklärt. So, wir machen einfach Increased Weapon Level by 2. Ich weiß zwar nicht, was das macht, aber jetzt Waffen Level 6. Falls du da mehr Infos zu brauchst, Mio, dann im Discord, in dem Technik- und Streaming-Channel müsst du das bestimmt in den angepinnten Nachrichten irgendwo drin hängen. So, Elite. Was bedeutet denn da oben immer Knochen und die Schussdings? Ist doch hier jetzt beides eigentlich das... Ach nee, ich habe mich verlesen. Ich dachte, das wäre beides dasselbe. Brauchen wir ein bisschen mehr Damage oder mehr Schuss? Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Damage. I choose you. Gesundheit, wenn man das überhaupt gehört hat. So, Epic. Epic klingt sehr gut. 35% mehr Damage. Ja klar, einer mit. Oh, da ist der Bösewicht mit einem Totenkopf drauf. Hat mich jetzt aber auch noch nicht so richtig weit wegbewegt von allem. Oh, jetzt bin ich hier in so eine Gasse reingelaufen. Das ist gar keine gute Idee. Also ein bisschen Erklärung wäre ganz nice. Bist du nicht schon auf dem Discord, Mio? Ich dachte irgendwie, du wärst schon auf dem Discord gewesen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, so falsch in Erinnerung. Vielleicht hast du es selber vergessen, dass du wieder dass du schon einen Account hattest, aber ich bin mir auch unsicher. Vielleicht täusche ich mich auch einfach. Hätte ich jetzt wetten müssen, hätte ich gesagt, du bist schon auf dem Server. Achso. Achso, melde mich. Achso, ich hab gelesen, melde mich da demnächst mal an. So. Dann, ja, dann habe ich mich verlesen. Also mehr hinzugedichtet. So, increase how much damage you take before dying. Also ja, das ist HP. Bisher haben wir aber noch keine HP verloren, deswegen sehe ich das noch nicht so kritisch. Mehr Crit Damage ist aber eigentlich auch nicht so geil für mich, aber gut.
Hinten leuchtet was. Möchte ich haben. Ach, das ist so ein roter Stein. Ah, ja. Warum schießt keiner mehr? So, jetzt habe ich aus Versehen Knopf gedrückt für irgendwas. Ich hole mir jetzt meinen roten Kristall. Nee, hier ist kein roter Kristall. Habe ich den schon eingesammelt, scheinbar. So, von den Upgrades des Zwerges habe ich eher so ein bisschen Brotato-Vibes. Das habe ich zwar selber nie gespielt, aber... So, Pickup Radius ist auch ganz nice, aber wir gehen auf Damage. Hau mich nicht, bitte. Ja, was können wir denn bisher sagen? Grafisch sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus als Vampire Survivors. Muss aber schon echt nah dran gehen, um einzusammeln. Okay. So, wir müssen zum Dropport. Mal gucken, wie weit das weg ist. Boah, sind wir jetzt schon fertig mit der Mission oder was? Dann können wir ja noch ein bisschen was einsammeln, wenn ich noch nicht... Hier, hauen wir den mal noch weg. Oh, was ist das hier? Oh, das ist so ein Magnet-Item. Für alles einsammeln, was hier rumliegt. So, da können wir den Mining-Speed auch machen, aber wir machen hier... Achso, das macht dann unsere Granate stärker. I see. Unsere Hauptwaffe ist jetzt Stufe 2. Granate... Stufe 9 und die Granate Stufe 2. Guck mal, die Granate ein bisschen stärker. Ja, gut, geh schon. Erinnert stark an Soulstone Survivors. Das habe ich noch nicht gespielt. So, jetzt sind wir im Shop. Okay, das kostet alles Kristalle, aber da ich scheinbar zu wenig Fokus auf Kristalle kaputt hauen gesetzt habe, sondern nur auf Sachen abschießen, habe ich jetzt relativ wenig. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen mehr Steine wegkloppen. Nicht nur rumlaufen und Sachen abschießen und versuchen zu überleben, sondern auch Steine wegkloppen. Machen wir das mal. So, was ist das hier? Sieht aus wie so ein Explosionshain hier irgendwie. Aber muss ich denn hier die Standardsteine wegkloppen? Reicht das, wenn ich einfach die hier wegkloppe? Habe ich jetzt mehr Kristalle bekommen? Muss ich die irgendwie einsammeln? Sammelt der Roboter die ein? Nicht wundern, dass er wieder so viel spricht. Ich drücke wieder Knöpfe auf den Controller. Nee, irgendwie tut sich nichts. Habe ich schon Rock and Stone gesagt? So, wollen wir die Quickfire-Waffe, den Bumerang oder die Close-Range-Shotgun? Knockback. Knockback ist auch gut. Crowd Control ist immer gut, glaube ich. Komm, schieß. Man sieht auf jeden Fall unten bei den Waffen halt auch immer schön, wann die wieder schießen, theoretisch. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich frage mich halt nur, wie... Wenn mir irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste eigentlich diese Kristalle da aufsammeln können. Irgendwie meine Tasche voll oder so. Scheiße, da sind ja auch noch welche hinter den Kristallen. Oh, da ist so ein Magnetding gewesen. Kann ich denn irgendwie in den Settings... Gibt es hier Settings? Da sind Settings. Kann man dann hier... Dings. Damage Numbers? Yes. Volume Credits. Keine Ahnung. Also wenn ihr im Chat irgendwas seht, sagt Bescheid. Ich habe zwar nicht ganz so Zeit, in vielen Chats zu gucken, also ich überlese bestimmt ab und zu mal was, aber falls ihr irgendwas checkt, was ich noch nicht gecheckt habe, gerne raus damit. So, damit können wir unsere Schrotflinte stärker machen. Wir können schneller laufen oder Status Effect Damage. Acid, Electrical und Fire haben wir aber, glaube ich, noch nicht, oder?
Er hat die Granate Feuer gemacht. Aber hier, man sieht hier auch unten, was, was stärker wird. Ich guck mal nochmal kurz auf meine Waffe. Ne, auf die Granate. Die hat Throwable Explosive Cryo. Okay. Ich glaube, die haben keine. Hex hattest du lange nicht in den Händen. I see. So, da unten ist der Pott. Also so wie das da aussieht, wie die da rumliegen, die Dinger auf dem Boden, habe ich echt das Gefühl, ich müsste die eigentlich irgendwie einsammeln. So, wir haben mal wieder so ein Dingen. Rote Dinger einsammeln. Oder geht das erst, wenn ich hier das Dingen kaufe oder was? Wir machen das jetzt einfach mal. Kann ich das jetzt einsammeln? Nee. Ich drücke jetzt nochmal alle Tasten. Rock and Stone. Ist auf jeden Fall ganz geil, dass die auch so außen rumlaufen müssen. Ah ja, guck mal, da oben geht gerade plus 16 Nitra. Ah. Aber was sind denn die gelben? Ich will die gelben. Oh, jetzt habe ich zwei Humanite. Was mit denen ist? Wo sind denn hier so ein paar Gelbies? Und das denn hier? Das sind auch wieder Rotis, oder nicht? Oh oh. Ein Explodierbärt. Geben eigentlich hier die Leuchtenden dann auch so ein Upgrade oder so? Voll die Granate daneben geschmissen. Ich glaube, die geben einfach nur mehr EP, oder? Was ist das hier? Ja, fetter EP-Klumpen. Oh oh, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Erstmal hier ein paar Kleinstdinger weghauen. Oh no, oh shit, oh boy, oh nee, gar nicht gut. Ich muss hier durch. Hab mich gut gerettet, finde ich. Gut gerettet. Hilfe! Oh, Level up. Crit Damage, aber Crit Damage bringt mir nichts, wenn ich keine Crit Chance habe. Eieiei. Oh, der Timer ist fast zu Ende. Ich drück mal einmal auf Verlängern. Falls ich es noch schaffe in Zeit. Zumindest hier noch, bis ich tot bin. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton, das jetzt nicht. Vielleicht kommt gleich der Ton. Das ist auch schon mal ein Test für den Ton. Fällt jetzt schon nicht die Funktion mit dem Verlängern. Na gut, geh mal raus. Ach, stell dich mal fast tot. Ich habe nur 8 HP. Upsi. Hab nicht gesehen. So, ich habe aber immer noch. Ich habe kein einziges von diesen orangenen Dingern eingesammelt. Kann auch nicht sein. Okay, aber ich brauche auch nur fast rote. So, hier ist ein Epic. Epic ist gut. Reload Speed für die Granate. Dann kann ich häufiger Granate schmeißen. Egal, Hauptsache episch. Ach, ich muss ja auch heilen. Oh, aber nicht genug Geld für Heilung. Naja. Kann ich alles haben. So, die Mission ist jetzt noch in den letzten... Also wir verlängern nicht nochmal, aber... Ich würde jetzt gerne noch rausfinden, wie kriegt man denn diese orangenen Kristalle? Was sind mit denen hier? Sieht das nur so verdächtig aus? Ach, wahrscheinlich, weil da eine Lücke drin ist. Innen drin. So, das hier wieder so ein grüner. Jade. Was ist mit denen hier? Hier in den komischen Käfern sind so gelbe drin. Aha. Das da so gelbies? Ne, das sind doch auch wieder rote, oder nicht? So, wir sind jetzt bei 26. Der Zahl, die auf meinem Krabbenchip steht. Okay, aber bei denen
Steinen, die ich da gerade kaputt habe, ich irgendwie wieder gar nichts bekommen. Kann das sein oder gucke ich nur falsch? Oh, da ist ein gelber. Aha. Aber wenn ich irgendwie viel auf Ressourcen gehe, dann... Nee, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Genau, mit dem... Ich habe das von den Käfern bekommen, von diesen kleinen Käfern, die da so rumgekrochen sind und keine richtigen Gegner quasi sind. Und er dann was von Lootbox erzählt hat. Das ist doch mehr von diesen... Scheiße, ich muss doch mehr von diesen gelben Dingern bekommen. Viel zu wenig. Was ist das da für ein komischer Haken? Au! Warum habe ich eigentlich wieder volles Leben? Habe ich, wurde ich geheilt nach der Runde? Oh oh. Supply Pod. Ah! Hilfe! Ach scheiße, ich glaube, ich bin gleich tot. Houston. Bisschen Starship Troopers Vibe hier. Hilfe! Okay, wir müssen jetzt alles auf Damage machen. Oder nochmal ein bisschen schneller reloaden. Mehr Granaten schmeißen. Lohnt sich gerade. Was war das denn? Warum sind da gerade so viel kaputt gegangen? War das die Granate? Oder was? Brotflinte. Komm, er kriegt Chance. Nein! Oh, ich wurde von der Granate erwischt. Scheiße, Mission failed. Ah, ja. Okay, also ich habe es immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Warum habe ich so wenig orangene Dinger bekommen? Aber egal. So, wir haben jetzt mit unserer Klasse scheinbar Level abbekommen. Also unsere Klasse an sich kann scheinbar auch noch leveln. Da gibt es dann noch Stats. Wir sehen, was wir benutzt haben und so. Da gibt es noch Milestones. Level 10. Ich habe jetzt scheinbar Level 3, glaube ich. Wie viel Schaden ich gemacht habe, in welchen Schadensarten, wie viele Ressourcen. Ah, die Ressourcen sind dann wahrscheinlich Ressourcen, die man für außerhalb des Spiels braucht. Kann das sein? So, wir haben auf jeden Fall eine neue Knarre gefunden oder freigeschaltet. Upgrades. Ah ja. Hier gibt es dann Upgrade-Kram. Das ist auch wieder ein Vampire Survivors, dass wir also auch Rogue-Light-mäßig auch Währungen mitnehmen können aus unserem Run, um unseren Bar generell stärker zu machen. Können wir jetzt hier investieren. Dafür brauchen wir diese extra komischen Kristalle. Okay. Ignoriere ich jetzt aber mal. Gibt es noch andere Upgrades? Nee. Ach, das war der Timer. Der Sound. Der Sound wirkt aber auch wieder so ein bisschen wie so ein Sound, der auch im Spiel hätte drin sein können. Ich habe ihn gerade wieder nicht so richtig gecheckt, dass es nicht der Spielesound ist. Okay, aber es gibt noch Achievements. Was ändert sich jetzt, wenn ich hier nochmal Play drücken würde? Was ist das hier? Earn two things by completing other hazard level. Upsi. Gut, dann war das Deep Rock Galactic Survivors. Oder Survivor. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Mich hat es jetzt nicht so gehuckt, wie ich gehofft habe. Ich hatte mir halt echt erhofft, so, dass es irgendwie nochmal Vampire Survivors, also mindestens so gut wie Vampire Survivors, irgendwie, dass es sofort irgendwie Klick macht. Nur halt damit noch mit einer geilen IP oben drauf. Das ist bei mir jetzt irgendwie nicht so eingetreten. Das spielt sich auf jeden Fall soweit gut. So ein kleines bisschen Tutorial wäre ganz gut auf jeden Fall in der Vollversion. Dass man zumindest vielleicht ein bisschen erklärt, wie das war, also wo man das Zeug herbekommt. Das habe ich jetzt halt immer noch nicht richtig gerafft. Ja, also ich bin jetzt gerade nur an einem Punkt, es ist eine solide Alternative für mich jetzt erstmal, aber es ist jetzt nichts, wo ich im Dreieck springe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, das zu spielen. Aber super gehypt bin ich da jetzt nicht. Deswegen ist auch unsere Demo-Ersteindruck-Rating ist zurück. Den gebe ich jetzt erstmal nur 3 Sternchen hierfür. Vielleicht spiele ich es ja irgendwann, ja, vielleicht spiele ich es auch offline noch ein bisschen länger, um noch ein bisschen besser reinzukommen. Ja, wird nicht schlecht. Aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker gerade.
Von daher 3 Sterne und ich sag schon mal Tschüss YouTube. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Demo, wenn ihr wollt. Bye bye.